Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta. Und ich bin wieder in Russischi Total War. So, die Westgruppe soll mal weiter sammeln. Die Ostgruppe stößt vor. Gut. Insgesamt müssen wir Geld machen, damit wir unsere Siedlungen ausbauen können. Nö, militärische Einheiten brauche ich nicht. Was ich brauche, ist Geld. Oh, Verbrecher. Was immer auch westlich unserer Grenzen liegt oder nördlich in dem Raum, also ich nehme an, dass hier Ungarn liegt, aber ist mir einfach nicht so wichtig. Bleibst du mal stehen. Bin unterwegs. Soll ich jemanden aufsuchen? Sehr gut, mein Herr. Sehr gut, mein Herr. Selbstverständlich, mein Herr. Sehr gut, mein Herr. Ja, es gibt viel Geld. Nee, oder? Sehr schön. Dann bleibst du doch in Belgrad erstmal. Wir holen dich bei Gelegenheit ab. Ist mir eine Ehre. Dorthin kann ich nicht reisen. Bin unterwegs. Edler Herr. Ja, mein Herr. Selbstverständlich, mein Herr. Sehr gut, mein Herr. Bin unterwegs. Wie groß ist denn denn Ihr Reich? Wir gehen die Ungarn auf den Keks. Die wollen Handelskrieg, ich gebe ihnen richtigen Krieg. Ich brauche eine Assassine.
tut ist, die kostet mich nichts. Vorwärts! Heute können wir nicht weiter marschieren. Das ist nicht möglich, mein Herr. Bin unterwegs. Selbstverständlich, mein Herr. Sehr gut, mein Herr. Euer Befehl? Bin unterwegs. Selbstverständlich, mein Herr. Wo ist die Stadt von Nordarmenien? Noch einen Priester, den ich nach Osten schicken kann. Das findet er lustig, oder? Ah, guter Mann. Auf gut Deutsch, da ist die Pest drin. Okay, wir wollen die Stadt nicht haben. Wem stehe ich gegenüber? Wir brechen die Belagerung ab. Ich kann nicht riskieren, meinen Faction-Leader zu verlieren, plus der ganzen Armee. Ach, wie ärgerlich. Na, scheißegal. Ja, marschiere! Wir hätten es wenigstens verhindern können. Dann stürmen wir eben das da hinten. Wir marschieren gegen in der Zwischenzeit bringen wir den zweiten Stack ran. Marschiert! Morgen ziehen wir weiter, Herr. Ja, mein Herr. Wir werden mit dem Feind entgegen. Bis dahin ist ja hoffentlich die Pest abgeklungen. Ich bin bereit zu handeln. Handel eingerichtet, der Meister. Sehr schön. Ist mir eine Ehre. Selbstverständlich, mein Herr. Sehr gut. Selbstverständlich, mein Herr. Ja, mein Herr. Bin unterwegs. Ah, da ist er. Selbstverständlich, mein Herr. Soll ich jemanden aufsuchen? Selbstverständlich, mein Herr. Sehr gut, mein Herr. Meine Hanne, was haben die denn für Gebiete? Ich fürchte, ich brauche mehr als die zwei Snacks. Zum Kampf! Hier endet der Tagesmarsch. Wir brauchen vernünftige Straßen bei so langen Provinzen. Meine Herr, selbstverständlich, mein Herr. Soll ich jemanden aufsuchen? Sehr gut, mein Herr. Selbstverständlich, mein Herr.
Sehr gut, mein Herr. Selbstverständlich, mein Herr. Sehr gut, mein Herr. Bin unterwegs. Meine Herr? Selbstverständlich. Ehemalig Untertan. Heutige Reise ist beendet. Gebt ihm Befehl. Was wünscht ihr? Ja, mein Herr. Wir werden mit dem Feind entgegentreten. Ja, aufstellen zum Kampf. Es ist unser Tag. Der Feind ist geschlagen. Ja, mein Herr. Wir werden mit dem Feind entgegentreten. Mein Herr? Ich fahre morgen fort, mein Herr. Ja, mein Herr? Ich fahre morgen fort, mein Herr. Sehr schön, Spot. Filippopol baut jetzt seine Straße. So, dann greifen wir mal an. Lasst mich zuschlagen, Herr. Diesmal bin ich schlauer. Jetzt habe ich nämlich gerade mal abgespeichert, ja? Wenn das nämlich wieder crashen sollte. Wem stehe ich gegenüber? Wir marschieren gegen unsere Feinde. Früher oder später. Lasst sie betteln. Aber Einheiten! Wartet auf meine Befehle! Dann haben wir Schützeneinheiten. Und mal gucken, wie weit sie schießen können. Einheiten! Marschieren!
Gut, ich gebe ehrlich zu, es ist weder eine ehrenvolle noch eine tapfere Art zu kämpfen. Aber es ist definitiv eine mir truppenhaltende Art. Jetzt scheinbar so ein bisschen hin und her gerissen. Das Vernünftigste wäre es natürlich rauszukommen und zu versuchen, meine Bogenschützen im Nahkampf zu verwickeln. Aber gegen 4 Einheiten mit einer leichten Infanterie und außerdem hat die KI die Aufgabe, das Dorfzentrum zu schützen. Deshalb laufen sie mir brav hin und her. Interessant, dass die Briten noch keinen Winkel gekriegt haben. So, wie viele stehen noch? Einer. Sehr schön, linke Arbeit. Wobei, andererseits. Gepriesen seien die Heiligen! Unsere Männer haben die Kontrolle über die Stadt erlangt! Das ist ein klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Naja, oder diejenigen, die genug Pfeile mitbringen, gell? Aber gut für meinen Anführer, dass ich wieder ein bisschen trainieren können. Nachtschlachten bringen halt immer direkt wieder einen Stern mehr. Desto besser ist der General.
Die nächste Siedlung ist eingenommen. Wir haben sie zerschmettert. Dieser Ort ist euer, mein Herr. Ich hoffe, die Jungs haben genug Zeit gehabt, genug neue Pfeile herzustellen. Einheiten! Wartet auf meine Befehle! Einheiten! Einheiten! Also weit raus aufs offene Feld trauen sie sich dann doch nicht. Verloren!
feindliche General hat keine Ehre. Er flieht vom Schlachtfeld und lässt seine Männer im Stich. Bewegung, Bewegung! Los, los, los! General ist tot. Es ist nicht schade um diesen wüsten Hund. Betet, dass sein Tod die Entschlossenheit seiner Männer bricht. Diesmal sind noch Pfeile übrig. Was für einen englischen General oder französischen General, wenn die Schlacht geschlagen ist, immer hoch zu Ross drüber reiten und so tun, als ob man mitgekämpft hätte. Egal, zweites Dorf gefallen. Sehr schön. Damit haben wir die Rücke frei, jetzt können wir die Hauptsiedlung attackieren. Nächste Runde müssen wir Söldner kaufen, damit wir die in die Dörfer setzen. So, das ist auch erledigt. Der marschiert. Ich hab kein Geld. Ja. Nachrücken, gib den Befehl. Befehle, mein Herr. Okay, jetzt kann der abrücken. So, mal Vorfeld auskundschafte. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Wenn ich das richtig sehe, ist die nächste Siedlung. Verstecken. Halt echt die da. Für heute ist meine Arbeit getan, mein Herr. Wohin soll es gehen, Herr? Für heute ist die Reise zu Ende. Am Ende meine Beziehung zu Ungarn immer schlechter. Ich kämpfe doch gegen hier die Ungläubigen. Ich bin Gottes Diener. Wer ist Bote der Ketzerei? Ich reise mit Gott. Reiß mit wem du willst, aber komm endlich ans Ziel. Wo ist eigentlich mein zweiter Bischof hingekommen? Deshalb produzieren wir halt noch einen. Ach, kann das sein, dass das der Ketzer da war, dass der zum Ketzer geworden ist?
Diese kleinen Enklaven hier, die zwei Dörfer. Ja gut, irgendwann... Oh! Ach, das ist bestimmt der hier, der Muselmane, der die ganze Zeit da von meiner Stadt rumdödelt. Euer Befehl? Bin unterwegs. Selbstverständlich, mein Herr. Bin unterwegs. Ja, Herr. Meine Herr? Bin unterwegs. Sehr gut, mein Herr. Bin unterwegs. Ja, mein Herr? Hier werde ich für die Nacht rasten. Mein Herr, nee. Okay, ich würde aber sagen, wir setzen den nächsten Cut und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Tschö.